Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute habe ich wirklich so viele Informationen für euch, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich überhaupt anfangen soll. Eine der wichtigsten Sachen ist, dass ich morgen circa um 16.30 Uhr hier auf YouTube online gehen werde und zwar mit dem FIFA 21 Ultimate Team Trailer. Das heißt, wir werden uns das Ganze ganz genau anschauen und auch analysieren. Das heißt, da morgen unbedingt dabei sein, falls ihr das nicht verpassen wollt, jetzt ein Abo dalassen. Schaut auf jeden Fall unbedingt auch noch in die Videobeschreibung, denn dort findet ihr meinen FIFA 21 Trading Discord Server. Dort gibt es den kostenlosen und den kostenpflichtigen Bereich. Checkt es sehr, sehr gerne aus. Da lade ich unter anderem solche Guides hoch, wie man denn in der Web-App agieren soll, in EA Access. Und da folgen natürlich viele Sachen und zum Start von FIFA 21 wird da natürlich einiges los sein. Hier ist eben der kostenlose Bereich, das hier ist der kostenpflichtige. Checkt es sehr, sehr gerne aus, damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Und jetzt viel Spaß mit den weiteren News. Und zwar habe ich euch ja gerade gesagt, dass eben Montag 17 Uhr dieser Trailer hier rauskommt. Schon etwas früher als erwartet. Man dachte eher, dass das Ende August kommen wird. Und da werden eben einige Dinge angesprochen werden, wie dass man zum Beispiel eben zu zweit Ultimate Team spielen kann. Die Pack-Animation wird wahrscheinlich gezeigt werden. Eventuell neue Modi in Ultimate Team selbst. Also da wird einiges auf euch zukommen und ihr solltet diesen Trailer auf jeden Fall nicht verpassen. Als nächste Info haben wir hier am Start, dass Petr Cech, wenn man den so ausspricht, Cech auf jeden Fall jetzt eben als Icon in FIFA 21 am Start. Freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was für ein Rating da haben wird und es ist sehr geil, weil endlich mal wieder eine neue Torwart-Ikone mit dazu kommt. Ihr merkt schon, Freunde, ich gehe heute etwas schneller durch. Wieso? Weil wir so viele Informationen haben. Jetzt geht es weiter mit Early Access, EA Access. Da fragen mich auch ganz viele, David, wann soll man sich das holen und wie funktioniert das genau? Und da kann ich euch einfach nur verweisen auf mein Video von vor einem Monat. Das habe ich damals schon gemacht, damit ich eben immer auf dieses Video weiterleiten kann. In diesem Video habe ich ganz genau erklärt, wie du dir EA Access holst und wann du es dir holen sollst. Grundlegend kann man sagen, du sollst es dir ab dem 9. September holen, weil du dann diese 10 Stunden Spielzeit vor FIFA 21 hast. Das heißt, du kannst bevor FIFA 21 überhaupt beginnt, schon 10 Stunden in Ultimate Team spielen oder in Karriere oder so. Und hier erkläre ich eben ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Checkt das Video sehr, sehr gerne aus. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist einfach auf meinem Kanal zu finden. Einfach mal vorbeischauen. Für alle, die sich dafür interessieren, wie man das jetzt mit EA Access genau macht. Ich habe das in diesem Video alles ganz genau erklärt. In FIFA 21 wird es im Anstoßmodus die Möglichkeit geben, 30 Sekunden zurückzuspulen. Das ist relativ interessant. Sowas gab es wirklich auch nicht mal ansatzweise irgendwie. Natürlich logischerweise, wie gesagt, nur im Anstoßmodus, weil in Ultimate Team oder so könnte man ja dann einfach immer zurückspulen, wenn man ein Gegentor bekommen hat. Aber diese Option ist eben dafür da, dass Anfänger vor allem, wenn sie in irgendeiner guten Situation sind, natürlich aber auch bessere Spieler können das machen, wenn sie in guten Situationen sind und dann vielleicht nicht das Tor machen oder vielleicht schlecht zu Ende spielen oder vielleicht die Situation noch mal anders spielen wollen. Für diese Personen haben sie das gemacht und dann können die Leute zurückspulen 30 Sekunden und dann eben die Situation einfach nochmal spielen. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Das Momentum in FIFA 21, ist es wieder da oder nicht? Meine Meinung ist, dass es sehr, sehr wahrscheinlich natürlich wieder dabei sein wird. EA postet aber hier, as mentioned before, there is no scripting, handicap, momentum and or DDA in the game. Ich weiß nicht genau, was DDA heißt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und darunter schreiben sie dann eben nochmal hier so ein bisschen, ja, bla 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 einfach. Das ist nicht so interessant. Wichtig ist einfach nur, dass das hier wahrscheinlich so nicht stimmen wird. Wir kennen alle diesen Post von damals oder beziehungsweise diese Datei von damals, wo ich ja auch ein Video dazu gemacht habe. Auch Tactics hat damals ein Video dazu gemacht. Natürlich findest du in FIFA Scripting in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht wird es schwächer, vielleicht wird es stärker, aber wir brauchen uns keinerlei Hoffnung machen, dass es in FIFA 21 kein Momentum oder so geben wird. Natürlich ist das wieder im Spiel und das wollte ich hier einfach nur nochmal gezeigt haben. Schreibt mir in die Kommentare, glaubt ihr wirklich, dass es in FIFA 21 kein Momentum gibt? Ich glaube nicht. Zu den ganzen Gameplay-Sachen gibt es auch noch ein Deep Dive. Pitch Notes, gebt es einfach mal so ein und dann findet ihr das eh selbst und da könnt ihr euch das Ganze genau durchschauen. Ich gehe das jetzt nicht durch, weil es einfach ein riesiger Text ist. Das ist eben, wie gesagt, genau dafür da, dass man sich eben genauer damit beschäftigt. Mich persönlich interessiert es jetzt nicht so krass, weil das Game an sich wahrscheinlich ähnlich sein wird wie FIFA 20. Hier sieht man, by the way, nochmal dieses Replay Rewind Feature, welches jetzt eben mit dabei ist und das ist natürlich alles relativ interessant. Hier schreiben sie unter anderem, dass es eben öfter mal so war, dass die Spieler den Ball zu lange halten konnten und eben Time-Wasting betreiben konnten, also Zeitspiel und deswegen gibt es jetzt eben Team-Press wieder, beziehungsweise anscheinend gab es das schon mal, Team-Pressing
gibt es ja an sich. Also Pressing gab es ja jetzt auch in FIFA 20, aber das ist irgendwie eine Option, die noch stärker wirken sollte. Und das soll, glaube ich, auch gleichzeitig die Abseitsfalle sein. Also da hat sich auch was verändert. Man wird dann erst sehen, wie das Ganze wirklich sich auswirkt aufs Spiel und ob es wirklich den Nutzen hat, den es haben soll. Aber vom Ding her ist das natürlich eine coole Sache, weil es gegen Zeitspiel ist und das ist natürlich immer gut. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz ein paar kleine Trailer, die gepostet wurden. Das sind jetzt keine wirklich spannenden Dinge, aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil man hier teilweise auch Gameplay sieht. Also hier eben mit den Jubeln sieht man da eben ein paar coole Sachen. Auf jeden Fall ist ganz lässig und da sind eben ein paar neue Partner am Start. Zum Beispiel Ajax ist eben mit am Start als Partner in FIFA 21. Sieht man dann auch hier eben. Es ist im Endeffekt immer derselbe Trailer, nur halt mit den neuen Mannschaften. Auch Milan ist natürlich neuer Partner, das habt ihr alle mitbekommen. Milan gemeinsam mit Inter Mailand. Eine Mannschaft, die nicht mehr dabei ist, ist Roma, also AS Rom ist nicht mehr mit am Start. Das sehen wir dann hier nochmal, also Rom ist nicht mehr mit dabei. Die werden genauso wie Juventus Turin, also Piemonte Calcio, im Spiel aufzufinden sein, ohne die richtigen Spieler, ohne die richtigen Trikots, ohne das richtige Logo. Ist natürlich schade, aber ich denke, dass dann in den nächsten Jahren immer und immer mehr Mannschaften auch nachziehen werden, weil sich da einfach immer mehr dagegen äußern. Hier sieht man dann auch noch ein kleines Bild, eben wo eben hier einmal Milan ist und einmal Inter Mailand. Da gibt es ja auch eigene Trailer dazu, das könnt ihr euch aber alles sehr gerne selber anschauen. Ich werde das nicht alles ins Video packen, weil ich persönlich das nicht so spannend finde und alle, die es interessiert, können es natürlich selber gerne nochmal nachschauen. Während ich auf Urlaub war, ist dann eben auch noch der Trailer rausgekommen, der Gameplay-Trailer. Der ist relativ gut geworden, finde ich, aber an sich sind die Dinge, die da genannt werden, halt immer dieselben gefühlt wie jedes Jahr, aber das ist auch nicht schlimm, das ist einfach so. Das wird auch wahrscheinlich sich nicht ändern und ich denke mir auch, was sollen sie so richtig, richtig groß ändern? Fußball ist Fußball und daraus machen sie dann eben hier diese 5 Punkte oben, die man hier eben sehen kann. Es ist ein ganz okayer Trailer, finde ich. Es sind einige neue Skills dabei, die ich euch jetzt zeigen werde. Also das sind die Skills, die neu am Start sind. Finde ich immer cool, wenn da neue Tricks mit dazukommen, die man einfach in neuen Situationen einfach testen kann. Hier haben wir auch nochmal ein sehr, sehr schönes Bild, wo man die Grafik von FIFA 21 sieht. Es sieht einfach mega, mega nice aus. Auch ein bisschen hier so dynamisch gestaltet mit den Unverschwommenheiten. Ja, das sieht einfach richtig, richtig baba aus. Auch mit dem Champions League Ball dazu. Haaland gegen Marquinhos. Kurzawa im Hintergrund. Witzel, Verratti. Das sieht schon alles wirklich sehr, sehr geil aus. Und die Grafik ist, denke ich, in FIFA 21 natürlich wie in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einen Post gefunden und zwar vom Timo, erweiterte Statistiken. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ja, findet ihr das notwendig? Braucht man erweiterte Statistiken oder eher nicht? Ich persönlich finde es ganz interessant und man kann es sich ja anschauen, wenn man es anschauen möchte. Also ich finde, sie könnten da ruhig ein bisschen mehr noch bringen, eben zum Beispiel hier mit den Wettbewerben, ja, wer die Assists gegeben hat, beziehungsweise an wen man die Assists gegeben hat und von wem man die meisten erhalten hat und so weiter und so fort. Das sind wirklich interessante Sachen, auch Ratings der letzten Spiele finde ich super. Also grundsätzlich finde ich es eine wirklich coole Sache, da eben erweiterte Statistiken zu präsentieren. Mal schauen, ob EA das macht. Ich denke, sie werden Kleinigkeiten ändern, aber so krass werden sie es, glaube ich, nicht machen. Aber schreibt in die Kommentare, wie sehr euch das interessieren würde. Hier haben wir jetzt das Stadion von Tottenham Spurs am Start. Auch nur ganz kurz. Ich will es euch einfach nur gezeigt haben. Sieht natürlich sehr, sehr nice aus. Das hier ist jetzt eine wirklich coole Sache. Schaut euch das wirklich genau an. Ja, in FIFA 21 wird es die Möglichkeit geben, dass du das Gameplay schneller spielst. Also auch die Weekend League, weil diese Zwischensequenzen gekürzt werden, beziehungsweise teilweise nicht mehr angezeigt werden. Das ist gut. Also bei Einwürfen, auch bei Ecken und natürlich bei Toren wird diese ganze Animation wesentlich kürzer sein. Und das ist natürlich gut, weil auch wenn es nur 2 Sekunden sind pro Tor, insgesamt lässt man da so viel Zeit liegen und das ist auf jeden Fall der Fall. Das heißt, das Gameplay ist wesentlich schneller, weil die Zwischensequenzen nicht so lange dauern und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, vor allem eben, wenn man die Weekend League spielt, weil man da so und so lang genug vor der Konsole sitzt und
es hört sich wirklich dumm an, aber wenn halt in jeder Zwischensequenz einfach eine Sekunde rausgenommen wird, dann sparst du dir am Ende wirklich eine gute Zeit und in der Zeit kannst du halt dann was anderes machen. Also ich finde es persönlich sehr, sehr gut, dass sie das verschnellern, das Ganze. Der FIFA 21 Karrieremodus. Viele von euch warten schon gespannt auf ihn und es wird angeblich am 13.8., also am 13. August, in wenigen Tagen schon, einen Trailer zum Karrieremodus geben. Ob das dann wirklich so ist, kann ich noch nicht zu 1000% bestätigen, aber 13. August auf jeden Fall vormerken. Das Design auch ganz krank hier von Tandy Havaritwis. Auf jeden Fall mega, mega cool gemacht, das Ganze. Oder soll das die Musik sein? Ne, das ist die Musik. Von ihm hier ist das, glaube ich, designt worden. Auf jeden Fall sieht es mega gut aus mit den Farben. Gefällt mir sehr gut. Und hier eben auch nochmal ein kleines Bild zum Karrieremodus. Freunde, 13. August für alle Karrieremodus-Fans. Ich hoffe, dass man das jetzt erkennt, Freunde. Hier unten steht FIFA 21 Ultimate Edition not sold in Belgium. Das heißt, nicht in Belgien verkauft. Wieso ist das so? In Belgien darfst du keine FIFA Points kaufen und dementsprechend auch nicht die Ultimate Edition. Ob man jetzt die Champions Edition dort kaufen kann, weiß ich nicht. Ich denke, dass das auch nicht der Fall ist. Auf jeden Fall kannst du dir dort auch nur die Packs mit Coins kaufen. Dort kannst du gar keine FIFA Points ausgeben. Ich würde es cool finden, wenn das in weiteren Ländern so kommt. Aber solange es nicht so ist, Freunde, checkt sehr, sehr gerne den Link in der Beschreibung zu MMOGA aus, falls ihr euch doch FIFA Points kauft. Aber ganz wichtig, nutzt das viel, viel mehr, um mich zu unterstützen bei PSN-Kartenkäufen. Das heißt, wenn ihr euch sowieso eine PSN-Karte kauft oder auch eine Xbox-Karte oder irgendwie eine Origin-Karte oder so, dann nutzt auf jeden Fall meinen Link. Ja, damit unterstützt ihr mich. Das ist sehr wichtig für mich, weil ich natürlich nebenberuflich von YouTube lebe, sage ich mal. Und da kannst du mich ganz leicht unterstützen. Das heißt, kauft deine PSN-Karten einfach bei MMOGA über meinen Link. Und die Sache läuft, ja, da hast du was davon, da habe ich was davon, weil du hast nämlich auch einen Rabatt, also das ist mega, mega günstig dort und das würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin schon seit, glaube ich, über 3 Jahren Partner mit MMOGA, checkt es sehr, sehr gerne aus in der Videobeschreibung. Der Videobeweis wird in FIFA 21 sehr, sehr wahrscheinlich, es ist eigentlich schon bestätigt, eben mit dabei sein. Hier haben wir eben Decision No Goal, das ist ein Bild angeblich aus FIFA 21. Wir werden das auf jeden Fall drin haben, weil der Videobeweis ja jetzt schon in fast allen Ligen eben am Start ist und das ein wichtiger Bestandteil geworden ist. Das heißt, Videobeweis wird in FIFA 21, ich sage mal jetzt zu 99,99% dabei sein. Wie das dann genau umgesetzt wird, weiß man natürlich noch nicht genau, aber das wird sehr, sehr cool werden. Natürlich auch manchmal enttäuschend, wenn man ein Tor macht und dann ist es Videobeweis und dann doch kein Tor. Ich bin auch gespannt, wie lange sie diese Animationen einblenden werden. Das müssen wir alles erst sehen, weil sie wollen ja eben weniger Animationen zwischen den Spielzügen haben. Deswegen so lange werden sie diese Animationen nicht einblenden, aber Freunde, Videobeweis sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in FIFA 21. Was in FIFA 21 auch neu dabei ist, ist, dass man angeblich auch die Linien und den Platz bzw. die Platzfarbe so ein bisschen ändern kann. Also wie hell das Grün zum Beispiel ist oder wie dunkel oder hell die Linien eben sein sollen. Natürlich kann man die Linien jetzt nicht in einer ganz anderen Farbe machen, aber wahrscheinlich so ein bisschen gräulicher oder ein bisschen weißer. Und das kann man auf jeden Fall machen. Und was auch noch neu ist, wenn man in der Nachspielzeit ein Tor macht, dass es manchmal dann so ist, dass die Spieler eben zusammengehen und nochmal alle so richtig in der Traube jubeln, weil sie sich einfach so krass freuen. Das heißt, da kann man wahrscheinlich dann auch den normalen Jubel machen, aber ich glaube, wenn man nichts drückt oder so, dass dann automatisch eben alle so zusammenlaufen, weil es einfach so ein krasser Moment ist. Das kennt man ja aus dem Real Life, dass da eben solche Sachen dann eben sind, dass die Leute eben zusammenrennen, weil es eben in der Nachspielzeit das Siegestor oder so ist. Auch wenn man ein Eigentor macht, brechen die Spieler so richtig zusammen auf dem Platz, beziehungsweise ja, legen sich auf den Boden, weil sie so enttäuscht sind und so. Also in der Hinsicht, so was Spieleremotionen und so angeht, hat sich FIFA 21 auch sicherlich verbessert. Freunde, das war es jetzt erstmal mit dem heutigen Video. Daumen nach oben geben, würde mich sehr, sehr freuen. Checkt auf jeden Fall sehr gerne den Livestream eben am Montag um 16.30 Uhr bei mir auf dem Kanal ab. Würde mich sehr, sehr freuen. Da werden wir dann Informationen zu Ultimate Team bekommen. Ich bin sehr, sehr hyped. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.